Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin gerade am Vorbereiten. Ich möchte nämlich ein neues Video drehen. Das ist das Video für Montag in einer Woche. Das für nächste Woche Montag habe ich ja schon fertig. Ich habe ja jetzt andere Video-Upload-Zeiten. Das habe ich euch aber am Montag in dem Video erklärt. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch das mal hier oben bei dem i. Ich möchte was mit Schrägwand machen, mehr wird aber nicht verraten. Und dann habe ich hier zwischen den Jahren auch mal was ausprobiert. Ende März ist ja die H&H und da würde ich auch gerne noch was für mich nähen. Und bevor ich mir den Stoff kaufe und es dann nicht funktioniert, habe ich mir gedacht, ich probiere das ganz einfach mal aus. Und zwar das Ballonkleid Miller. Das ist von Liebstes. Das gab es auf dem Stichtag. Also das haben wir auf dem Stichtag bekommen. Und ich finde das eigentlich so schön hier mit diesen verschiedenen Stoffen, mit diesem Color Blocking. Und ich wollte halt gerne mal sehen, wie die Passform, also wie die Größe mir passt. Und da habe ich einfach aus Stoff, den ich noch hier zu Hause habe, aus Sweatstoff, ne, mir das Kleid mal genäht. Da ich ja nur noch Stoffreste hatte, ist es leider nicht ganz so geworden. Ich wollte gerne hier oben das Bunte, das hier sollte dann schwarz sein und hier wieder bunt und dann hier unten wieder schwarz. Nun habe ich von dem schwarzen Sweatshirtstoff nur nicht mehr so viel gehabt, deswegen habe ich hier diese mittlere Unterteilung, ist die halt auch aus dem bunten Stoff. Und also es passt. Es sieht jetzt halt nur noch nicht ganz so aus, wie ich es gerne hätte, weil mit hier so einem schwarzen Streifen, das wirkt dann halt nochmal ganz anders. Und ich wollte das ja auch nur ausprobieren. Ich werde das dann wieder auftrennen. Guck nicht. Also den werde ich nicht nehmen wollen. Das hier mit diesem vorne, das gefällt mir nicht. Aber dafür war es ja aus Stoffresten. Hat aber funktioniert. War einfach zu nähen, also war überhaupt nicht schwer, passt mir und deswegen habe ich hier auch noch gar keine Bündchen und nichts dran genäht. Da werde ich mal schauen, ob ich da irgendeinen schönen Stoff zu schwarz finde, weil es muss ja auch die gleiche Qualität haben. In dem Fall ist es auch noch so, der bunte Stoff hier, das ist ein French Terry und der schwarze Stoff, das ist so ein Kuschelvlies und das merkt man schon, wenn man ein Oberteil aus verschiedenen Stoffqualitäten näht. Das fällt dann halt auch anders. Ja, und da habe ich mich halt mal an das Probenähen rangewagt. Ich möchte aber demnächst noch was ausprobieren. Also ich habe jetzt das ausprobiert und dann noch wirklich auf meine Maße direkt etwas zuschneidern, wo ich dann nichts mehr abändern muss. Das möchte ich auch noch ausprobieren und dann werde ich mir überlegen, was ich mir für die H&H nähe. Das, was ich noch ausprobieren möchte, das hat euch die Tanja gestern in dem Video auch gezeigt. Und zwar ist das dieses Lutherloh-System. Die haben wir ja in Offenbach auf der Messe kennengelernt. Und ich habe mir hier schon so ein, zwei Schnitte rausgesucht, die ich gerne mal an mir ausprobieren möchte. Das hier habe ich mir einmal ausgesucht, also das ist auch wieder so ein Sweatshirt-Kleid mit Kapuze dran. Das fände ich jetzt noch schön für den Winter. Ich finde aber auch das hier sehr schön mit den aufgesetzten Taschen und das auch eine Kapuze dran. Ich stehe ja wirklich da drauf. Und für den Sommer oder überhaupt so, das hier gefällt mir noch sehr gut und auch das hier. Also wie ihr seht, habe ich zwischen den Jahren sehr viel Energie geschöpft in meiner kleinen YouTube-Pause, um ja, neue Sachen auszuprobieren. Und Tanja hat gestern in ihrem Video auch gezeigt, wie dieses System funktioniert. Also wie man sich dann quasi seinen eigenen Schnitt, also den Schnitt auf sich selber maßschneidern anpassen kann. Falls ihr das nicht gesehen habt, auch das verlinke ich euch mal hier oben bei dem i.
Na, kennt ihr den Anblick noch? Ganz selten, dass ich mal wieder in der Küche stehe. Ich habe aber Zeit und ich habe gestern was Neues gesehen auf YouTube. Habe ich mir gedacht, machst du heute gleich mal nach. Und zwar wird das eine Gnocchi-Pfanne mit Sahne und dazu noch Cherry-Tomaten und Babyspinat und natürlich noch Zwiebeln mit anbraten. Und da soll auch noch Tomatenmark rein. Let's go! Viel Vorbereitung braucht das ja nicht. Ich muss gerade mal die Zwiebel schneiden und die Tomaten ein bisschen klein schneiden und den Spinat waschen. Der Rest macht es von selbst. Bei den Gnocchi ist das ja recht schön. Man kann die ja kochen oder einfach nur anbraten. Also hier steht Gnocchi in Butter oder Olivenöl in einer Pfanne knusprig anbraten oder zusammen mit einer beliebigen Soße erwärmen. Ich werde sie erst anbraten, zusammen mit den Zwiebeln und dann die Soße einfach dazugeben. Wir waren heute Morgen in Hersfeld. Mein Mann hat einen Zahnarzttermin und ich habe die Zeit genutzt und war bei uns in der Stadtbücherei und ich hatte tatsächlich noch eine Karte schon vor Ewigkeiten mal erstellt und habe mir da auch Bücher mitgenommen, mein Mann auch, kann ich euch nachher auch zeigen. Ich habe mir was fürs Handlettering und auch ein Nähbuch mitgenommen. Das ist über 1, 2, 4 Etagen insgesamt in Hersfeld, die Stadtbücherei, und verschiedene Sachbücher, Romane, Kinderabteilung, und auch DVDs, Hörbücher, also riesig. Das hat mich erstmal ein bisschen überfordert, aber ich habe gleich gefragt, wo ist denn die Hobby-Ecke mit Nähen und DIY und so. Und da habe ich erstmal in der Ecke quasi ein bisschen rumgestöbert. Ich habe jetzt die Zwiebeln so 3 Minuten glasig angebraten und jetzt gebe ich einfach die Gnocchi wieder. Bei uns wurden jetzt im neuen Jahr die Müllabholzeiten geändert. Und zwar war bei uns sonst immer die Wertstofftonne, also gelber Sack und die Papiertonne und Glasmüll, jeden ersten oder zweiten Mittwoch im Monat. Jeden ersten Mittwoch im Monat. Und da ja die Feiertage und alles waren, haben wir gedacht, okay, dann ist es jetzt Mittwoch, und es hat aber nichts draußen gestanden gestern Abend. Da haben wir mal geguckt online, weil wir haben noch keinen neuen Müllkalender. Jetzt haben sie das vom ersten Mittwoch im Monat auf den letzten Freitag im Monat gelegt. Das heißt, ja, wir müssen jetzt noch bis Ende Januar warten, bis wir unseren Müll rausstellen können. Das ist natürlich von Anfang Dezember bis Ende Januar. Wir wohnen ja hier nicht alleine, unsere Vermieter wohnen ja über uns. Also hier wohnen insgesamt 5 Personen in dem Haus und wir haben nur eine, also wir haben jetzt nicht alle so viel Müll, deswegen haben wir nur eine gelbe Sacktonne, also wir haben mittlerweile eine Tonne und auch eine Papiertonne. Das wird über die Zeit etwas knapp. Dann möchte ich mir mal wieder Sprossen ziehen. Ich habe so verschiedene, also momentan habe ich hier die Brokkoli. Ich habe aber noch Alfalfa, grüne Linsen und Buchweizen, wo ich dann halt mir Sprossen ziehen kann. Ich finde das total lecker, auf einen Salat drauf zu machen. Das ist auch wirklich easy peasy. Also ich mache jetzt hier nur so ein paar. Also wirklich noch nicht mal den Boden bedecken, das wird dann richtig viel. Da mache ich jetzt erstmal Wasser drauf. Das muss jetzt nämlich erstmal 24 Stunden einfach nur hier in dem Glas einweichen. Dann hat das Glas hier so ein Sieb dran, dann kann ich das Wasser abschütten und dann kann man das dann auch hier so schräg hinstellen. Also das steht dann so schräg am Ende und dann muss ich das einfach nur morgens früh einmal mit frischem Wasser durchspülen und halt auf die Fensterbank stellen und dann so nach, je nachdem wie man es haben möchte, nach 3 bis 5 Tagen hat man dann jede Menge Sprossen. In dem Vlog werdet ihr das nicht mehr sehen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht und zeige euch das dann im nächsten Vlog. Den Gnocchi habe ich jetzt auch noch mal hier in 5 Minuten in der Pfanne mit angebraten
Und jetzt gebe ich einfach die Sahne und das Tomatenmark dazu. Umrühren. Ich glaube, ich mache noch ein bisschen Sriracha dran. Wir essen ja gerne scharf und dann machen wir halt noch ein bisschen Bums dran. Den Herd habe ich jetzt auch schon runtergestellt auf Stufe 5 von 9. Das reicht. Und jetzt lasse ich nur noch die Tomaten ein bisschen weich kochen. Fertig ist es. Und dann noch der Spinat dran. Aber das hat noch eine Minute Zeit. Gesehen habe ich das Ganze gestern bei Kupferfuchs in ihrem Küchenchaos. Da hat sie 3 virale Rezepte unter 5 Minuten nachgemacht oder maximal 5 Minuten. Und da war das dabei, nur ohne Spinat. Und halt auch nur in den 5 Minuten hat die das gemacht. Ich hatte ja nun mehr Zeit und habe mir gedacht, da passt so gut Spinat rein. Deswegen, das wollen wir jetzt natürlich auch probieren. Richtig schön fruchtig durch die Tomaten und auch nicht zu fett, weil ich habe ja nur 250 Milliliter von unserer Kochsahne dran gemacht und dann waren das 300 Milliliter Wasser. Ich schreibe euch meine Zutaten, die ich genommen habe, mal unter das Video in die Infobox. Ich bin jetzt gerade noch am Überlegen, ob ich vielleicht noch ein paar Hefeflocken mit drauf mache. Hefeflocken ist auch so ein Geheimzutatmittelchen oder wie man das nennen möchte. Das macht die Sache so ein bisschen käsiger. Probieren wir einfach mal. Und da sind auch noch ganz viele Vitamine drin in Hefeflocken. Hefeflocken geben dem Ganzen noch das gewisse Etwas. Die gibt es mittlerweile überall zu kaufen. Die sehen so aus und mit denen braucht man auch nicht sparsam umgehen. Also ich nehme jetzt hier so einen Löffel, mache den hier drüber, rühre mir den dann unter. Man soll Hefeflocken nicht komplett mit durcherhitzen, wegen den Vitaminen und Nährstoffen. Die können halt beim Kochen dann zerstört werden. Wir lassen uns das jetzt schmecken. Guten Hunger! Unser Leo schmollt. Er wird so gerne raus, weil irgendwie scheint ja die Sonne. Aber es ist so kalt. Er ist keine 5 Minuten draußen. Da kommt er schon wieder rein. Ich kann es nicht ändern, Leo. Und unsere Madame, die verkriecht sich bei dem kalten Wetter hier oben in ihrer grünen Kiste. Ein Flausch. Auch meinem Mann hat die Gnocchi-Pfanne sehr gut geschmeckt. Die wird jetzt bei uns ins Repertoire mit aufgenommen. Ich wollte euch mal die Bücher zeigen, die wir uns mitgenommen haben. Und zwar, ich mache ja Bullet Journal. Also das heißt, ich male mir meinen Kalender selber, meinen Terminkalender. Und da habe ich hier einmal das Buch Mein Bullet Diary selbst gemacht. Da sind so ein paar Schriftarten und Ideen drin, dann nochmal Handlettering mit Procreate. Procreate ist so ein Zeichenprogramm für das iPad. Das habe ich ja auch. Da mache ich auch einiges mit, aber höchstens 2 oder 3% von dem, was Procreate alles kann, nutze ich überhaupt. Und hier sind halt
die Wege erklärt drin, wie man dann, was weiß ich, in dem Programm halt die verschiedenen Sachen sich erstellen kann. Da wollte ich mal ein bisschen reingucken. Dann meine Tasche, mein Design. Mal schauen. Das auch, sogar hier die Schnittmuster sind hier vorne. Ein bisschen inspirieren lassen. Mal schauen. Ich weiß gar nicht, von wann ist denn das Buch eigentlich? Steht das hier irgendwo drin? Also die haben das aufgenommen am 2. September 2012. Da ist das in die Stadtbücherei reingegangen. Und normalerweise steht doch hier irgendwo ein Veröffentlichungsdatum. Steht das nicht eigentlich vorne? Was hinten? Das ist von 2012, das Buch hier. Also schon ein bisschen älter, aber das ist ja nicht schlimm. Und mein Mann hat sich mitgenommen, Keynote, Pages und Numbers. Das sind alles Programme für den Mac. Also quasi Excel und Word. Und da will der sich noch ein bisschen einlesen in die Programme. Wir können das jetzt 4 Wochen behalten und entweder wir können es dann nochmal verlängern. Das kann man per Mail oder per Anruf sogar verlängern oder halt vor Ort hingehen und dann nochmal um 2 Wochen verlängern. Und abgeben kann man das sogar auch außerhalb der Öffnungszeiten. Die haben da so einen extra Briefkasten, da kann man das dann reinschmeißen. Und das Ausleihen, das war cool. Also ich habe so eine Karte bekommen und da sind so verschiedene, mehrere Terminals. Und da habe ich die Bücher einfach nur so draufgelegt mit der Karte. Einfach nur so draufgelegt und bup, 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 war da schon alles drin. Und zwar funktioniert das mit diesem RFD. Also das liest das quasi, weil das in der Nähe ist. Hier ist irgendwo so ein... Haben die hier was reingemacht, wo dann die ganzen Daten hier von drinnen stehen und meine Karte wird auch so eingelesen. Das heißt, man muss da nicht noch irgendwie was eingeben, sondern einfach nur drauflegen, bup, fertig. Nur beim Abgeben muss ich es entweder bei der Frau machen, das kann ich nicht automatisch, oder aber halt in den Briefkasten reinschmeißen. Der ist aber nur auf, wenn die Bücherei nicht auf hat, also wenn die geschlossen ist. Ja, da wollen wir mal gucken. Auf jeden Fall ist Wahnsinn, was es da alles gibt. Und dann haben die auch noch, funktioniert momentan leider nicht, aber quasi eine Online-Bibliothek, also ein Register, wo ich auch online hier zu Hause schauen kann, ob das Buch, was ich gerne möchte, gerade da ist, ob sie es überhaupt haben, ob es gerade da ist und wenn es nicht da ist, wie lange es ausgeliehen ist. Aber da muss die IT bei denen noch ein bisschen was machen. Dann habe ich gestern das Schnittmuster für die Slingback 2.0 endlich erstellt. Sieht abenteuerlich aus, ne? Das ist Geschenkpapier und da zeichne ich mir das einfach drauf. Mein Mann und ich, wir wollen das nachher dann digitalisieren, also ich mal das so und mein Mann malt das Ganze dann am Rechner im Zeichenprogramm. Aber da muss ich halt auch dabei sitzen bleiben, damit ich die ganzen Daten weitergeben kann. Und diesmal, ich will es schon mal zeigen, wird es eine Slingback geben, die hier oben so einen Deckel hat. Also dadurch wird die halt etwas breiter, tiefer. Ja, so habe ich das vor. Also das hier ist mein... Prototyp. Der hat zum Beispiel auch noch kein Innenfutter. Das habe ich gestern Abend noch gemacht. Also hier, wie ihr seht, hier ist kein Innenfutter, nur am Deckel. Weil ich wollte das unbedingt ausprobieren, weil ich ja den Deckel was Rundes hier an etwas Gerades annähe und wie weit ich die Abnäher machen muss. Man kann das zwar auch alles berechnen, aber manche Sachen, auch von der Größe her, möchte ich lieber sehen, wie das dann wirklich hinterher aussieht, als wie nur berechnen, wenn ich sage 20 mal 30 cm. Ja, ich sehe das dann lieber gerne und probiere das so aus. Also das wird dann, es werden noch 2-3 Maße geändert, weil ich es noch ein bisschen größer haben möchte. Aber vom Stil her ist das dann die Slingback 2.0 hier. Und die kann man halt auch hier schön als Bauchtasche anziehen und hat halt eine richtig große, also einen richtig großen Eingang, Reißverschluss, wo man dann drinnen was verstauen kann. Dann beende ich den Vlog jetzt hier. Habt alle noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.